Und weiter geht's. Willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies in dem Level Stargate. Wir sind jetzt noch ein bisschen nass, weil wir in dem Tauchgang unser Chevron 3 geholt haben. Oder das zweite, ich weiß es nicht. Und ich glaube, eins fehlt uns noch, mindestens. Ja, solange es bei dem einen bleibt, habe ich keine Angst. Aber ich denke, es sind mehrere, die jetzt auf uns zukommen. Ja, da unten steht der eine. Ja, den knallen wir jetzt mal ab. Sprengen wir mal in die Luft. Bäm. Wieso brauchen die eigentlich zwei Schuss? Und der andere ist immer noch hier hinter dem Tor. Okay. Auf jeden Fall haben wir dadurch jetzt diese Tür aufgemacht. Und das würde ich doch mal so als Anhaltspunkt nehmen, hier einfach mal reinzugehen, oder? Mal schauen, was sich hier so befindet. Ein Hund. Gut, dass wir bewaffnet sind. Das sieht ja interessant aus. Ich bin aber mir nicht sicher. Ich glaube, den Boden dürfen wir nicht betreten. Der sieht irgendwie so gefährlich aus. Wir probieren es mal. Das war mir irgendwie klar. Das sah schon so... Das sah schon zu gefährlich aus. Aber das macht nichts, weil wir haben ja hier Kisten. Und dann springen wir halt da ein bisschen rum. Macht ja nichts. Hier oben ist zum Beispiel ein Hebel, den können wir schon mal ziehen. Nee, da kommen wir gar nicht dran. Jo. Ja, schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um. Da hängt auf jeden Fall eine Kiste auf 7:30. Ein Seil, sehe ich das richtig? Oh mein Gott. Ja, da freue ich mich riesig drauf. Ein Seil, juhu. Seile sind ja so toll. Wir lieben sie doch alle. Wieso ein Seil? Muss das sein? Aber kommen wir hier schon weit? Ja, ja, da ist ein Hebel, sehe ich gerade. Den ziehen wir doch mal. Mal gucken, was dann passiert. Ich hoffe, den kann Lara ziehen, weil der so niedrig ist. Jo. Was haben wir jetzt gemacht? Seht ihr, was wir gemacht haben? Das Seil hing da vorher schon. Ah, wir haben die eine Tür da drüben aufgemacht. Okay. Ich nehme alles zurück. Ich weiß Bescheid, wir müssen darüber. Nur wie kommt man da am besten hin? Geht das über diesen Block hier in der Mitte? Weil der sieht eher so aus, als könnte man da nicht drauf springen. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Das ist so Tomb Raider untypisch, dass man da drauf springen kann. Wir können es nochmal probieren. Doch, ich habe eine Idee. Und zwar können wir nämlich wahrscheinlich dann auch mit dem Seil an den Hebel da, aber das will ich jetzt noch nicht hoffen. Ich glaube, dass wir an die Kette können. Das probieren wir mal. Und das geht. Jawohl. Gut, dann drehen wir uns mal ein bisschen rum und machen mal eine Rückwärtsrolle. So, und hier rüber. Vielleicht noch ein Stückchen höher. Und rüber. Jawohl. Der Gang nach rechts. Wo führt der denn hin? Auf die Empore drauf? Jawohl, okay. Aber wir schauen jetzt mal hier hinten drin, was sich hier noch so verbirgt. Ein Schalter. Gut, dass wir da waren. Sonst hätten wir den vielleicht vergessen. Und das ist immer ganz schlecht, wenn man sowas vergisst. Sehr schlecht. Und jetzt können wir guten Gewissens hier hoch, weil wir wissen, da war nur ein Hebel. Weil sonst denke ich die ganze Zeit, ah, was war in dem Gang da hinten noch und so, ne? Und dann haben wir das schon mal aus dem Kopf. Oh. Ja, das war schon mal nix. Ich dachte, man kann da geradeaus laufen. Nicht sehr menschenfreundlich gemacht, aber naja. Ich habe das ganz schlechte Gefühl, dass wir wirklich an diesen Hebel da müssen. Ganz schlechtes Gefühl. Und zwar über das Seil. Yeah. Und da kommen wir dann auch darüber. Oh no.
Wie ich es hasse, Seile. Aber vielleicht wird es diesmal ja nicht so schlimm wie sonst. So, herzlich willkommen und so an dem Seil. Wir freuen uns alle total. Wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt und meine Videos schaut, wisst ihr, warum ich mich jetzt aufrege, beziehungsweise demotiviert bin. Aber das ist kein Problem. Das finde ich sehr gut. Das hat nämlich wunderbar geklappt. Ist mal gar nicht gewöhnt von so Seilen. Ich hoffe, wir kommen da drauf. Jawohl. Und jetzt wieder an die Kette und da hoch, weil wir haben nämlich da hinten das Tor geöffnet. Hui, das war, glaube ich, knapp. Aber sie hat sich gerade noch so dran festgehalten. So, jetzt wieder ein Stückchen hoch. Ja, so drei Stück vielleicht. Und dann hier rüber. Jawohl, gut. Und dann dürfen wir jetzt wieder ans geliebte Seil. Und das könnte jetzt, glaube ich, schwieriger werden, weil wir da nämlich den Sprung irgendwie so abpassen müssen, dass wir auf diesem... Ups. Oh, Glück gehabt. Ist mir gerade eingefallen. Also wir müssen den Sprung nämlich so abpassen, dass wir auf diese, auf diesen Steg da drüben kommen. Und das ist, glaube ich, nicht so einfach. Also das war schon mal ein Satz mit X. Probieren wir es doch mal so. Vielleicht klappt das ja. Gut, da greift sie sich nicht. Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen am Seil runterrutschen. Oh Gott, wie ich es liebe. Und vielleicht so ein bisschen diagonal schwingen, dass wir da so ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, gut zu landen. So. Das war ein bisschen zu diagonal, glaube ich. Also ein bisschen vielleicht noch hier so in die Richtung. Wieso ist immer an dem Seil eigentlich immer noch so ein schwarzer Strich nebendran? Ist bei irgendwie bei jedem Seil so. Wahrscheinlich Programmierersache. Aber juhu, Lara macht Freudensprünge. Wir haben das Seil hinter uns gelassen. Juhu. Aber kein Torpedo 1 Bug bitte, dass du die ganze Zeit in die Luft springst und nichts anderes mehr machst. Okay, dieser Hebel macht jetzt bestimmt unten diese andere Tür auf. Ah. Das ist gut. Da können wir jetzt bestimmt unten langlaufen. Und durch dieses Tor. Jawohl. Ja, sehr gut. Dann gehen wir doch da mal hin. Ich freue mich, dass wir da jetzt hin können und nicht mehr verbrennen. War das jetzt übermütig? Nee, es ging. Gut, dann mal hier rein. Und da ist es doch schon, das nächste. Haben wir hier einen Gegner? Zum Glück nicht. Und dann mal gucken, was wir jetzt wieder auslösen für den Gegner. Ah. Zwei sogar. Vier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch das Einser. Und vielleicht auch noch ein Fünfer, ich weiß es nicht. Zwei, drei und vier haben wir. Reimt sich sogar. Aber wir haben ja auch noch einige Möglichkeiten und Türen, die noch verschlossen sind. Aber jetzt geht's erstmal den Gegnern an den Kragen. Wie viel Schuss haben wir denn eigentlich? Wir haben ja ein bisschen Munition gefunden. Ja, boah, 52. Das ist natürlich edel. Der hat sogar hier ein Revolver für uns. Sehr schön. Und der hat nichts. Okay. Gut, dann schauen wir doch mal direkt parallel hier drüben rein, was hier so los ist. Ein Regal. Aber das lässt sich wieder nicht durchsuchen. Okay, dann einmal hier noch links. Das macht sie jetzt. Was denn das? Access Code Disk, die muss da oben rein. Die muss, glaube ich, da oben rein. Sehr interessant. Das heißt, es ist hier wahrscheinlich nur so ein Lagerraum. Hier ist noch so ein Ding. Dingenskirchen, da liegt auch noch was drin. Ammo natürlich, sehr gut. Auf die Blöcke kann man leider nicht gucken. Weil die Umsehentaste hier nicht funktioniert, durch die Sicht. Sonst würde ich gerne mal gucken, ob da was drauf liegt oder so. Aber hier liegt nichts.
Das heißt, da können wir wieder runter. Ziehen wir uns bei dem anderen auch nochmal hoch, weil das kann immer sein, dass da was drauf liegt, was man so von unten dann halt nicht sieht, ne? Aber da ist auch nichts. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay, und hier schauen wir jetzt auch nochmal drauf, der Vollständigkeit halber. Aber da liegt auch nichts drauf. Jetzt ist wieder mein Google-Assistent angegangen. Ich brauche dich nicht. Meine Güte. Und hier kommen wir sogar noch eine Treppe hoch. Aber das ist... nette mal eine Tür. Das ist einfach nur Sackgasse. Gut, alles klar. Das war so ein kleines Gimmick hier, das für uns nicht relevant ist. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte. Das ist auch nur eine Fake-Tür. Das wollte ich gerade nochmal abchecken, aber da wollte ich nicht hin. Ich will in den MP-Raum. Da warte ich die ganze Zeit schon drauf. Das ist der Raum mit dem roten MP-Schild. Da will ich jetzt mal rein. Mal gucken, ob da eine MP liegt. Weil sowas haben wir ja noch gar nicht. Die will ich haben. Aber es sieht eher nach Laser aus. Und das müssen wir wahrscheinlich jetzt ausschalten. Oben kommen wir auch nicht weiter. Das heißt, es hat sich hiermit schon für uns erledigt. Okay. Das wird sich wahrscheinlich später noch irgendwie erweisen. Dann schauen wir mal hier drüben rein. Da gibt es auch noch eine Tür. Was da dahinter steckt, öffnen wir mal alles. Aha, ein Gang. Wieder mal mit zwei Richtungen. Hier ist eine Tür, die wieder mal fake ist. Ist voll unecht und so. Hier in der Sackgasse eine kleine. Ah ja, und hier scheint so eine kleine Steuerzentrale zu sein. Aber auch hier ist leider noch Laser. Das heißt, da kommen wir nämlich auch noch nicht weiter. Irgendwie brauchen wir wahrscheinlich jemanden, der uns hier Laser ausmacht. Oder irgendeinen Knopf, der die Laser ausmacht. Ich weiß es nicht. Deswegen hat sich das hier soweit auch schon erledigt. Alles klar. Kommen wir auch hier später drauf zurück. So, dann gehen wir nochmal die Treppe hoch, weil das Stockwerk ist nicht sehr ergiebig. Momentan. Hier drüben waren wir ja schon drin. Das haben wir schon gemacht. Genau. Und hier oben kann doch jetzt irgendwo diese Disk rein. Wo war denn das? Hier sind auch noch Türen überall. Also wir haben noch einiges zu tun. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Disk rein. Und da drüben diese Tür, war die auch... waren wir da schon drin? Jetzt habe ich schon wieder... ah ja, da kamen wir her, genau. Gut, alles klar. Dann machen wir doch mal jetzt hier die Access-Code-Karte oder was das ist rein. Aha. Danke, liebe Stimme, für die Information. Und hier muss wohl so eine Sicherung rein, so eine gelbe. Haben wir aber noch nicht. Oder müssen wir hier eine rausholen? Ah, wir müssen eine rausholen. Ah, damit wir die Laser ausmachen vielleicht, oder? Aha, sehr gut. Vielleicht müssen wir die später dann nochmal irgendwo einsetzen. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt vielleicht die zwei Laserdinger ausgemacht da unten. Dann gehen wir doch gleich mal wieder da runter. Bevor wir uns hier oben dann noch umschauen. Ich würde sagen, wir machen das systematisch von unten nach oben. Soweit es möglich ist. Weil hier hatten wir ja zwei Türen, wo der Laser im Weg war. Und dann schauen wir da doch jetzt nochmal. Weil hier ist nämlich der Laser jetzt schon mal weg. Sehr gut. Aha. Waren wir hier vielleicht schon mal? Ja, hier waren wir schon. Ich erkenne es wieder. Da sind wir hochgekommen, da sind wir lang gekommen. Hier waren wir schon. Das heißt, das ist doch eigentlich gerade unsinnig, oder? Keine Ahnung. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, weil jetzt momentan macht das für mich keinen Sinn. Gucken wir lieber nochmal in der Richtung. Weil wir hatten doch eigentlich alles erledigt soweit, oder?
Bis auf diese eine Kriegsschacht, der zu weit oben war. Da kamen wir noch nicht dran. Aber vielleicht haben wir... hier. Stirb. Die Tür ist zwar noch zu, aber der Laser ist nämlich auch aus. Und der bringt uns vielleicht eher weiter. Hier außen rum um die Steuerzentrale. Zu einem Hebel. Ah, okay. Ich würde sagen, diese Steuerzentrale schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, macht's gut. Ciao.